Harald, warum möchtest du unbedingt wieder ins neue Big Brother House? Warum möchte ich wieder ins Big Brother House? Also, ich finde die Idee ganz gut. Old School Big Brother. Meine Meinung ist, es sollten alle aus verschiedenen Staffeln da rein, die sehr polarisiert haben und nicht nur auf der Couch gesessen haben und kein Spiel gespielt haben. Was würdest du im Big Brother House anders machen? Im Big Brother House würde ich anders machen, keine Ahnung. Also ich war ja damals auch so, wie ich bin. Mittlerweile kenne ich auch meine Defizite, auch was Borderline betrifft und so weiter und so fort. Was vielleicht der eine oder andere auch mitbekommen hat. Ich habe Therapie gemacht, ich fühle mich ein bisschen wieder gestärkt und ich möchte einfach den Leuten rüberbringen, dass man nicht nur irgendwie krank ist, wenn zwei Beine fehlen, sondern man kann auch ein bisschen krank sein oder Defizite haben, wenn im Köpfchen was nicht stimmt. Wie möchtest du im Big Brother House an deiner Seite haben, wenn es dann soweit ist? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einige Personen, die ich sehr, sehr lieb gewonnen habe. Natürlich ist es auch so, dass ich in Berlin bin und ich zum Beispiel die Anna sehr, sehr lieb finde. Anna hat ein sehr, sehr, sehr großes Herz, habe mit ihr damals Shopping Queen gedreht. Dann Rebecca zum Beispiel, die von meiner Art her vielleicht ein bisschen so gleich durchgeknallt ist, aber irgendwie so leicht Psycho und so. Das sind Leute, die im BW-Haus waren, ne? Die Name, die du nennst gerade, sind Leute, die im BW-Haus waren. Natürlich. Und mit denen möchtest du gar nicht so eine, wo du dich verstehst, so ja. Im Haus. Genau. Und dann zum Beispiel noch Anastasia. Anastasia ja, genau. Wurde ja damals bekannt als, ich war mal früher ein Mann und bin jetzt eine Frau. Wobei ich immer noch sage, sie sieht mehr Frau aus als jede vielleicht andere Frau, die im Big Brother House war. Ja, die ist mega und mit der würde ich auch gerne nochmal Spaß haben, weil die ist total durchgeknallt, genauso wie ich. Bist du also ruhiger geworden oder muss man damit rechnen, dass es auch knallen könnte im Big Brother House? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich denke schon, dass ich ein bisschen ruhiger geworden bin, weil man wird ja älter, ja, und wie gesagt, habe ich auch, ich habe mit Therapie durchgemacht, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. Ich habe mir sehr viel angehört, auch von Freunden und so. Und natürlich bin ich sehr, sehr impulsiv und das werde ich auch immer sein. Ich werde immer sagen, das, was ich denke, ob das den Leuten passt oder nicht. Was möchtest du deinen Fans sagen, dass du ins Big Brother House zurückkehrst? Als erstes mal Salute. Und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich könnte jetzt irgendwie eine Story erzählen, dass ihr denkt so, wow, ist das geil, den müssen wir unbedingt haben. Aber ich möchte einfach mal zeigen, dass ich vielleicht nicht ganz so schlimm bin, wie in den letzten Jahren immer dargestellt wurde, auch in den Medien und in der Presse, gerade was auch der CSD betrifft. Das möchte ich ganz bitte nur mal ganz kurz betonen. Ja, es kam nie zu einer Verhandlung, ich wurde nie verurteilt, bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Aber ich finde es halt immer schlimm, dass man Menschen sieht, die im Fernsehen sind, die vielleicht mal kurz einen Pups lassen und denken so, oh mein Gott, ist der schlimm oder irgend sowas. Ja, ich möchte meinen Fans einfach zeigen, dass ich nicht so krass bin, wie vielleicht mancher denkt.